Nehmen wir mal das erste. Could this be true? The senseless killing of a good Northman, especially the Archon's blood kin, is no small act of war. The voices of Nerath would answer for this crime. Könnte das wahr sein? Das sinnlose Töne eines guten Nordländers, in diesem Fall sogar ein Blutsverwandter des Archonten, ist nicht einfach nur ein kleines Kriegsverbrechen. Nerath Stimme würde für dieses Verbrechen gerade stehen müssen. Der Schicksalsbinder hat eindeutig zu viel Zeit damit verbracht, die Probleme anderer zu lösen. Er sieht nur Streit und Intrige. Es ist kein Wunder, dass es uns seit seiner Ankunft schlechter geht. Die Archonten waren sich schon vor Beginn des Krieges uneins. Schon seit Beginn des Krieges uneins. Nehmen wir mal das hier, weil... Das ist mir zu lang. Your perspective is appreciated, but the dispositions of the two Archons are already a matter of record. Loyal subjects of Kairos have drawn blood from each other, a cardinal crime. Something happened at Vendrine's Well to trigger this feud. Deine Sichtweise wird begrüßt, aber wie die beiden Archonen zueinander standen, das ist bereits aufgezeichnet. Loyale Untertanen von Kyros haben die Waffen gegeneinander erhoben. Ein Kapitalverbrechen. Das ist ein Kapitalverbrechen? Das ist für mich eher Verrat. Etwas ist in Vendrins Brunnen passiert, was diese Fehde ausgelöst hat. Na, haben wir nichts Besseres als das. Die Geschmähten hatten die Auszeichnung eher verdient. Unsere Taktiken sind Unsere Taktiken und Ausbildung übertrafen die der Vendrin-Wache zu jeder Zeit. Was für ein Gewäsch. Die Geschmähten könnten einen Strohhut nicht umkippen, auch wenn sie eine Woche hätten, um eine Strategie zu entwickeln. Unsere heulende Bande war besser gerüstet, um die Vendrin-Wache zu überwältigen. Unsere Rekruten waren bereit, sich auf den Feind zu stürzen, wenn nur Ash und seine Legion einen Plan zugestimmt hätten. The Fatebinder presents testimony. I warn you both against speaking out of turn. Something more than a mere disagreement unraveled this campaign. But I will return to that in time. Der Schicksalsbinder macht seine Aussage. Ich warne euch beide vor unpassenden Bemerkungen. Etwas Gewichtigeres als eine bloße Meinungsverschiedenheit ist für das Scheitern dieses Feldzugs verantwortlich. Aber ich werde bei Zeiten darauf zurückkommen. Let us speak of Ascension Hall. The disfavored sing your praises across the realm, though the Scarlet Chorus appeal for charges of treason. Perhaps you can offer a more enlightened account. Lass uns über die Himmelfahrtshalle reden. Von den Geschmähten hört man im ganzen Reich Loblieder auf deinen Namen. Der Scharlachrote Chor allerdings klagt auf Verrat. Vielleicht kannst du mit deinem Bericht etwas Licht in die Angelegenheit bringen. Ich nahm die Zitadelle mit einer kleinen Gruppe von Geschmähten ein. An efficient solution. The type I would expect from a capable agent. Tell me though, with the edict looming overhead and death the price of failure, why not employ the numerical advantage of the Scarlet Chorus? Eine effiziente Lösung, die Art, die ich von einem tüchtigen Agenten erwarten würde. Verrate mir dennoch, warum du nicht die zahlenmäßige Überlebenheit des Scharlachroten Chors zu deinem Vorteil ausgenutzt hast? Wodurch das Edikt drohte und ein Fehlschlag mit dem Tod bestraft worden wäre. Nerath Stimmen provozierte Ash auf Schritt und Tritt. Ich vermutete Verrat. Die Belagerung verlangte nach Taktik und Planung und nicht nur zahlenmäßiger Überlegenheit. Ja, ich vermutete Verrat. Lange schwebte Richter schweigend. Schatten ranken sich aus seiner Richterrobe heraus. I will consider this testimony at length. The court thanks you for it. Is there anything you wish to add at this time? Ich werde diese Aussage genau überdenken. Das Gericht bedankt sich dafür. Möchtest du noch etwas hinzufügen? Ich habe alles gesagt, was ich weiß. Your testimony is accepted by the court. The statements of our guests raise questions in my mind. There is much about this campaign that has caused me to wonder. Deine Aussage wurde vom Gericht anerkannt. Die Berichte unserer Gäste haben Fragen in mir aufgeworfen. Vieles über diesen Feldzug hat mir Anlass zum Nachdenken gegeben. A shipment of iron weapons was short on arrival. Where coveted iron is concerned, I don't believe it to be a clerical error. One of my agents recovered this seal in Echo Call. It belongs to a merchant collective. Lethian's Crossing is teeming with their kind.
If you would root out treachery, I would advise starting there. Eine Ladung Eisenwaffen hatte bei der Ankunft gefehlt. Wenn es um das begehrte Eisen geht, glaube ich nicht an einen Schreibfehler. Einer meiner Agenten fand dieses Siegel in Echoruf. Es gehört zu einem Händlerkollektiv. In Lethians Kreuzung wimmelt es nur von denen. Wenn du den Verrat an der Wurzel bekämpfen willst, würde ich dir raten, dort anzufangen. Petitioners, leave us. I would have a private audience with the Fatebinder. Ascend and join me. You will find the way opened. Kläger, verlasst uns. Ich wünsche eine private Audienz mit dem Schicksalsbinder. Steig herauf und geselle dich zum. Steig herauf und geselle dich zu mir. Der Weg ist frei. Okay, was hat Tuna mir jetzt persönlich zu sagen? This civil war, this feud, is an insult to Kairos's peace. It should not have taken the better part of a year to silence the last vestiges of the Oathbreakers. Der Bürgerkrieg, diese Fehde ist eine Beleidigung für Kyros Frieden. Es hätte nicht fast ein Jahr dauern dürfen, um die letzten Überbleibsel der Eidbrecher zum Schweigen zu bringen. Tunon betrachtet dich gedankenverloren. Ich stimme zu, Herr Jan. Our allies squabble while our enemies regroup. It falls upon the court to measure the extent of the damage and to execute the agents of disorder. I suspect that treachery, negligence, disunity, and greed have infected one or both of our esteemed allies. Until you are instructed otherwise, this matter is the court's primary focus. Unsere Verbündeten zanken, während sich unsere Feinde neu formieren. Es obliegt dem Gericht, das Ausmaß des Schadens zu bewerten und die Verursacher des Durcheinanders hinzurichten. danke, jetzt da werde ich auf Nevards Stimmen angesetzt. Ich vermute, dass einer oder gab beide unserer angesehenen Verbündeten Verrat, Vernachlässigung, Uneinigkeit und Gier anheimgefallen sind. Bis auf Weiteres geht das Hauptaugenmerk des Gerichts dieser Angelegenheit. Graven Ash and the voices of Nerat must be examined in close detail. You are charged with observing the Archons and presenting your case that one of them has wrought chaos and disorder upon the Tears. Graven Ash und Nerats Stimmen müssen aufs Genaueste ins Auge genommen werden. Du wirst damit beauftragt, die Archonen zu beobachten und deinen Fall, dass einer von ihnen Chaos und Unordnung über die Stufen gebracht hat, darzulegen. Ich werde dies zu meiner Aufgabe machen, Euer Ehren. As always, you will be held accountable for what you do in the court's name. But you are free to conduct your investigation in the manner of your choosing. You must expect lies, misdirection and manipulation. Suffer not such obstructions of justice. Wie immer wirst du für das, was du im Namen des Gerichtshofs gerade stehen müssen. Aber es steht hier frei, deine Nachforschung so anzustellen, wie du es für richtig hältst. Du musst mit Lügen, Irreführung und Manipulation rechnen. Erdulde diese Behinderung des Rechts nicht. The disfavored seem the logical first step in your inquiry. The Legion holds you in some esteem. And Graven Ash has shown deference to the court in times past. Die Geschmähten scheinen der erste logische Schritt in deiner Untersuchung zu sein. Die Legion respektiert dich zu einem gewissen Grad und Graven Ash hat dem Gericht in der Vergangenheit Achtung gezollt. No doubt the disfavored will be rife with accusations and evidence against the voices of Nerat. Graven Ash is a noble man, but never underestimate his capacity for deception. A wise general succeeds by knowing when to be unreadable to the enemy. Zweifellos werden die Geschmähten Anschuldigungen und Beweise gegen Nevats Stimme in Hülle und Fülle vorbringen. Graven Ash ist ein großmütiger Mann, aber unterschätze niemals, wie sehr er zur Täuschung fähig ist. Ein weiser General ist erfolgreich, indem er weiß, wann seine Feinde nicht in ihn hineinsehen dürfen. You should, of course, speak with the Scarlet Chorus and gather their testimony. But it stands to reason that most in the chorus would sooner brag about a pauldron fashioned from your skull than entertain your questions. Do not regret killing the rabble that impede your investigation. They will be easily replaced. Du sollst natürlich mit dem Scharlachhorn Chor sprechen und ihre Aussagen sammeln.
Aber es könnte sein, dass die meisten im Chor lieber mit einer Schulterplatte, die aus deinem Schädel gearbeitet wurde, angeben, als deine Fragen zu beantworten. Es braucht dir nicht leid zu tun, wenn du das Gesindel, das deine Nachforschung behindert, tötest. Es wird mit Leichtigkeit ersetzt. Wenn Graven Ash schuldig wäre, kann ich mir vorstellen, dass alle Soldaten für ihn lügen würden. Die Scharlachroten kurz zu verhören, scheint eine nützliche Maßnahme zu sein. Ich werde mit dem Archont des Krieges sprechen. Your fellow Fatebinders have been busy acting as my eyes and ears. I have a few leads for you to follow. You should of course speak with your brothers and sisters of the court if you need further counsel. Die anderen Schicksalsbinder waren eifrig damit beschäftigt, meine Augen und Ohren zu sein. Ich habe ein paar Hinweise, denen du folgen kannst. Du sollst natürlich mit deinen Brüdern und Schwestern vom Gericht sprechen, wenn du weiteren Rat brauchst. The disfavored have made use of the sage's network of dovecotes and messenger birds as they come under capture. I've heard multiple claims of strategic communications gone missing. Die Geschmähten nutzen das Netzwerk von Taubenschlägen und Botenvögeln, welches bei ihnen bei der Ergreifung der Weißen nach und nach in die Hände gefallen ist. Nun habe ich von mehreren strategischen Nachrichten gehört, die verloren gingen. Ja, hatten wir da nicht was von Beric, dass der Chor die abgeschossen hat? The sages are broken, their citadel in flames, but they were not slaughtered to the last. Some of their numbers still congregate around the smoking husk of their burning library. If they have been reading disfavored communications, learn what they learned, then execute them. Die Weisen sind zerschlagen, ihre Zitadelle steht in Flammen, aber sie wurden nicht bis auf die letzten niedergemetzelt. Manche von ihnen versammeln sich immer noch bei der rauchenden Hülle ihrer brennenden Bibliothek. Wenn sie die Nachrichten der Geschmähten gelesen haben, finde heraus, was sie wissen und richte sie dann hin. The Oathbreakers were reported to be using iron armaments, more than they might acquire from looting what few disfavored they killed. Any iron in the tiers not rusted through was made by forge-bound hands in Lethian's Crossing. Between craftsmen and quartermaster, someone let iron fall into enemy hands. Investigate this matter and bring the thieves to justice. Berichte besagen, dass die Eidbrecher Waffen und Rüstungen aus Eisen verwenden, mehr als sie von den wenigen von ihnen getöteten Geschmieden erbeuten könnten. Jedes Eisen in den Stufen, das nicht durchgerostet ist, wurde von den Eisengebundenen in Lethians Kreuzung geschmiedet. Irgendwo zwischen Handwerker und Quartiermeister ließ jemand das Eisen in feindliche Hände fallen. Untersuche diese Angelegenheit und bestrafe die Diebe. There is a final matter to discuss. A sensitive topic. Eine letzte Angelegenheit müssen wir noch besprechen, ein brisantes Thema. Obwohl es unmöglich ist, aus seinem Ausdruck etwas zu schließen, scheint Thunum vorsichtiger als gewöhnlich. Was bereitet dem Gericht Sorgen, Eure Ehre? In spite of the many shortcomings at Vendrian's Well, you managed to make a name for yourself. You proclaimed an edict of Kairos, resolved its demanding conditions, and ascended the mountain spire. Trotz der vielen Verfehlungen im Vendrians Brunnen hast du es geschafft, dir einen Namen zu machen. Du hast ein Edikt von Kyros ausgesprochen, die herausfordernden Bedingungen erfüllt und bis zum Turm des Berges aufgestiegen. Any one of these feats would be worthy of recognition by the highest authority. You managed to accomplish three. Jede einzelne dieser Taten ist es wert, von höchsten Autoritäten anerkannt zu werden. Du hast alle drei verbracht. Thunum beobachtet dich schwebend, er wartet auf eine Antwort. Ich habe nun meine Arbeit erledigt, Euer Ehren. Ich bin in einer privilegierten Position, um unweigerliche Taten vollbringen zu können. Ein ganz normaler Tag im Dienst eines Schicksalsbindes. Nein, nehmen wir das erste. Your sense of obligation to your role is admirable, but modesty will not recommend you to the task ahead. Dein Pflichtgefühl deiner Rolle gegenüber ist bewundernswert, aber Bescheidenheit wird dich für die kommende Aufgabe nicht qualifizieren. Whether by design or by accident, you have captured the attention of Kairos' army and the local tiersmen alike. This is no small opportunity, and the court charges you with exploiting your new standing to its fullest potential. Ob nun bewusst oder zufällig, du hast in jedem Fall die Aufmerksamkeit von Kyros Armee und vom einheimischen Stufenvolk gleichermaßen auf dich gezwungen. Das ist eine günstige Gelegenheit und das Gericht befiehlt dir, deinen neuen Stand vollends auszunutzen. You have a title in our hierarchy.
However, it's a little known secret that one's standing in the world is determined by their infamy, their deeds, and how they come to be known. Mind this notion as you bring justice to this lawless frontier. There may come a time when your deeds speak for you louder than any title. Du hast einen Titel in unserer Hierarchie. Wie auch immer, es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass jemandes Stand in der Welt bestimmt wird durch Infamie, Taten und wie er oder sie zu Ruhm kam. Behalte diesen Gedanken im Kopf, wenn du in dieses gesetzlose Grenzland Gerechtigkeit bringst. Es mag eine Zeit kommen, da deine Taten lauter für dich sprechen als jeder Titel. Whatever you did to capture the attention of the masses at Vendrine's Well, I would encourage you to do so again.